Jugend forscht und Schüler experimentieren. An zwei Tagen stellen die rund 120 Nachwuchsforscher ihre Projekte im Audi-Bildungszentrum der Jury und der Öffentlichkeit vor. Mit dabei auch zwei Projekte von Audi-Auszubildenden. In der Kategorie Technik dürfen sich Andreas Renot und seine Mitstreiter Hoffnungen auf ein Weiterkommen in den Jugendforscht-Landeswettbewerb machen. Ihr Projekt, ein Geisterfahrer-Frühwarnsystem. In der Realität funktioniert das ganze System so, dass in den Asphalt der Autobahnausfahrt eine Leiterschleife eingelegt wird und die wird dann über einen Schleifendetektor mit einem Prozessor verbunden. Fährt nun ein Autofahrer über die Schleife drüber, so verändert sich die Frequenz und der Prozessor erkennt das Auto. Die zweite Audi-Gruppe ist im Bereich Arbeitswelt vertreten. Sie hat eine automatische Sicherung für Autotüren entwickelt, die mittels Ultraschallsensor Hindernisse erkennt und die Tür beim Öffnen sofort abbremst. Bei der Siegerehrung landeten beide Teams auf einem tollen zweiten Platz. Für Dieter Omert, Leiter des Audi-Bildungswesen, zählt sowieso mehr die Idee. Es geht nicht um den Preis, es geht darum, sich wirklich über Wochen, über Monate mit einer Idee, mit einem Thema zu beschäftigen, sich Dinge zu überlegen und unwahrscheinlich viel persönliche Erfahrung zu sammeln. Platz 1 in der Kategorie Technik ging an Schüler des Hallertau-Gymnasiums in Boldenzach. Andreas Renot und sein Team sind mit dem zweiten Platz aber durchaus zufrieden und wollen ihr Projekt weiterverfolgen. Wir werden uns bestimmt noch weiter mit dem Thema beschäftigen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie die anderen Firmen weiter an diesem Thema arbeiten. Und mal schauen, vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit, das Ganze zu verwirklichen. Und dann gibt es in Deutschland vielleicht bald ein Geisterfahrer-Frühwarnsystem made by Audi.